So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Jetzt haben wir mal die Winkel gemessen. Nehmen wir mal den hier. Der kleine sind 20. Der gesamte von Seite zu Seite sind aber 50 gewesen. Gucken wir uns den hier an. Der war 44 Grad groß und der gesamte 94 Grad. Das heißt also, mit Winkelhalbierenden hat es nichts zu tun. Und jetzt kommen wir gleich auf die Konstruktion. Jetzt gucken wir uns das gleich an und dann werden wir sehen, wie man den sogenannten Schwerpunkt auch wirklich grafisch ermittelt. Das bis dahin.